Herzlich willkommen zu meinem allerersten Review. Hierfür habe ich von der Firma OrcaTorch eine Video- und Fotolampe erhalten. Und zwar handelt es sich hier um das Modell D500V+. Und wie ihr gleich sehen könnt, kommt diese in einem echt schicken Koffer. Der Koffer ist meines Erachtens weder zu groß noch zu klein und ist auch überhaupt nicht schwer, total leicht. Also um damit auf Reisen zu gehen, perfekt geeignet. Ja, jetzt gucken wir uns gleich erstmal an, was dann alles im Lieferumfang enthalten ist. Machen wir die mal auf. So. Das Wichtigste natürlich die Lampe. Wie ihr sehen könnt, ist auf der Seite und auf der Seite das Logo gebrandet mit dem Modellnamen der Lampe. Und von vorne sieht das Ganze so aus. Es ist eine einzelne Cree-LED verbaut. Hier nochmal die Webseite und der Modellname. Ja, ansonsten ist die Lampe relativ klein, sehr handlich, aus Aluminium gefertigt und auch ganz leicht zu bedienen. Dazu kommen wir aber gleich. Des Weiteren ist im Lieferumfang enthalten eine Handgelenkschlaufe, noch eine Schlaufe und drei Dichtungsringe, drei O-Ringe. Des Weiteren einmal nochmal von der Produktlinie, was es noch so alles gibt. Eine Warranty Card und natürlich noch die Bedienungsanleitung. Die ist allerdings einmal auf Chinesisch und einmal ist sie auf Englisch. Ja, wie man sehen kann, komm mal ein Stück ran. Die Lampe hat einen High Output von 1000 Lumen, Mitte 425 und Low 85 Lumen. Sollte man die Lampe im Low laufen lassen, ist die Akkukapazität 18 Stunden und 30 Minuten angegeben. Und wie man hier gut lesen kann, hat die Lampe eine Reichweite von 318 Metern am Land und sie ist auch fallsicher aus einer Höhe von Maximum 1 Meter. Ja, wasserdicht ist sie bis 150 Metern und das Nettogewicht der Lampe beträgt gerade mal 216 Gramm. Und dann kommt noch halt die kleine Batterie dazu. Ja, die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber auf der Firma, auf der Webseite OrcaTorch direkt mitbestellt werden. Es handelt sich um die 18650 und sie hat insgesamt 3400 mAh. Die haben wir natürlich auch gleich mitgeordert. Und was ich noch super finde, ist, ein passendes Ladegerät kann man auch direkt bei denen mitbestellen. So, dann nochmal zurück zur Lampe. Die Lampe einfach ganz normal den Lampenkopf hier aufdrehen. Kennt man ja schon, ist üblich von anderen Lampen auch. Hier sieht man auch schon direkt die drei O-Ringe sitzen. Wenn da mal was kaputt ist, bitte sofort austauschen, denn die Lampe ins Gehäuse zudrehen und das war's schon. So, jetzt schalten wir die Lampe mal ein und zwar einfach hier auf den Knopf drauf drücken. Jetzt ist man auf dem High Level. Nochmal drauf drücken, Middle Level und auf dem Low Level. Nochmal drauf drücken, aus.
Ja, was ich ganz gut finde, ist, dass die Lampe auch ein Panik-Button besitzt, ein Paniklicht, wenn man sich dann halt unter Wasser irgendwie schnell aufmerksam machen möchte oder auf sich aufmerksam machen möchte, einfach gedrückt halten, dann fängt die an zu blitzen. Und wieder aus. Ja, was ich richtig gut finde, ist diese Handschlaufe, versehen auch mit dem OrcaTorch-Logo, die man sich einfach ums Handgelenk schnallt. So. Dann hier festmacht. So. Die Lampe dann einfach nur hier oben rein. So. An und perfekt. Jetzt hat man natürlich die Hände frei. Man kann sein Finimeter fassen, seinen Lungenautomaten, seinen Oktopus, sein Messer, seine Taschen öffnen, schließen, die Boje setzen, was auch immer man möchte. Man hat jetzt halt die Hände frei. Und es passen natürlich auch andere Video-Fotolampen oder Unterwasserlampen in die Handschlaufe. Aber hier, wie man sieht, ist der Sitz natürlich perfekt angepasst. So. Und dann kennt man ja diese Schlaufen, die immer mit dabei sind bei den ganzen Lampen. Die kleine Handschlaufe. Die mache ich auch noch mal kurz ran. Dazu hat man dann hier zwei Öffnungen. Dort und dort. Schiebt man die einfach nur hier rein. So, macht das hier rum. Kann sich das Ganze dann ums Handgelenk binden. So, und jetzt ist die Lampe auch unter Wasser gesichert. Ja, wie ihr seht, ist der Lieferumfang sehr gut ausgestattet, wie ich finde. Alles, was man braucht, ist dabei. Der Koffer ist perfekt, meines Erachtens nach. Und ich hoffe, mein allererstes Review ist euch bestimmt aufgefallen, dass es mein erstes ist. Hat euch trotzdem gefallen. Falls ihr irgendwelche Anregungen, Verbesserungsvorschläge etc. habt, dann bitte in die Kommentare. Und nicht zu vergessen, in 2 bis 3 Wochen mache ich nochmal ein Review. Und zwar diesmal unter Wasser, denn es geht am 11.11. nach Ägypten, nach Hurghada ins Rote Meer. Und da werde ich die Lampe dann natürlich auch für euch unter Wasser testen. Also bis dahin, erstmal alles Gute.